Moin, hallo und willkommen zurück zu Faces of Illusions, die Zwillingsphantome. Ja, ich bin hier eigentlich noch im letzten Rätsel, muss ich zugeben. Wenn es jetzt kurzes Stück wird, dann hänge ich das noch an die letzte Episode dran. Ansonsten nochmal willkommen in der letzten Episode. Ich finde es einfach nicht. Ich bin hier schon am gucken, wie blöde. Aber ich sehe diese Feder mit dem Stern nicht drin. Ich habe zwei Stück gefunden. Da ist es. Okay. Reiße das Grimoire an dich an abgeschlossen, befreie Charles und hilf Beatrice. Sonst müssen wir dich erstmal. Open this cage. Jacques must have the key. Okay, wir gucken. Jacques, wake up. What happened? Calm down. It's over now. Please, give me the key. Charles is still closed in the nave. Okay, da habe ich einen Schlüssel gekriegt. So, einmal aufmachen. Und alle sind wieder glücklich vereint. So, war jetzt hier noch irgendwas? Ne, da hatte ich das letzte Ding, das hatte ich noch gemacht. Ich habe hier die letzten Illusionsdinger leider nicht mehr gefunden. 4 oder so von 20 ist schon ein bisschen, naja. Let's uplift her. Beatrice, are you all right? Yes, but it all just happened so suddenly. We are lucky that there were two great detectives. Great job. Charles, I am sorry. You were right. The Grimoire was a great evil, and I didn't listen to you. I wanted to steal it and use it to my own desires. You protected me before it, and I never listened to you. I was a stupid egoist. I was also bad for you. I headed my own career, and I was afraid that you might be better than me. Fortunately, the grimoire was thrown into the abyss, and it's gone! Looks like when the abyss appears, the power of the grimoire is strongest. This is the most difficult moment to reject the grimoire from yourself, but it is the last chance to finally destroy it. Let's go home. We must begin to explain the whole situation and tell the police everything. Beatrices Entführung war ein großer Schwindel. Charles Delacroix frei von Entführungsbeschuldigung. Okay. Madame Journalistin hat den mysteriösen Fall gelöst. Madame Journalistin, gibt's, hab ich keinen Namen oder wie oder was? Charles und sein Schüler Jacques haben sich ausgesöhnt. Okay. Beatrice und Jacques helfen, das Theater wieder aufzubauen. Eine wunderschöne Hochzeit von Beatrice und Jacques. Okay, die beiden haben geheiratet, tatsächlich. Ich dachte ja, dass Beatrice und Charles zusammen wären, aber nein. Beende das Spiel. Das war also Faces of Illusions. Die Zwillingsphantome war ja doch ziemlich kurz jetzt. Ich glaube, ich hänge das nochmal an die letzte Episode dran hier. Nochmal. Das war interessant, muss ich zugeben, mit den Rätseln. Nicht schlecht. Mal was Neues. Musste ich aber erst ein bisschen rumtüffeln, bis ich das irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Wenn es zu lange dauert, tut mir das leid. Aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. War auf jeden Fall interessant. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier noch ein Bonuskapitel gibt. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem anderen Wimmelbildspiel wieder. Also danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Moin, hallo und willkommen nochmal zurück zu Phases of Illusions, die Zwillingsphantome. Ich guck mal gerade, was gibt's hier denn mehr? Errungenschaften. Achso, das sind die Errungenschaften, die ich gemacht habe. Pionier, schließt ein Mini-Rätsel in unter einer Minute. Haben wir geschafft. Schütze, vervollständige das Wimmelbild-Puzzle in weniger als einer Minute. Scharfschütze, beende das Wimmelbild-Puzzle mit nicht mehr als drei Fehlern. Das haben wir hier, Meister, vervollständige alle Wimmelbild-Puzzle, ohne die Schaltfläche Hinweis zu benutzen, haben wir gemacht. Experte, beende das Spiel im Expertenmodus. Haben wir nicht gemacht, ich habe es jetzt nur im chilligen Modus gespielt. Etwas Fortgeschrittene war das schon, glaube ich, ne? Anleitung, finde das Gutshaus, ohne auf den falschen Weg zu treten, habe ich geschafft. Flinke Finger, finde vier versteckte Gegenstände im Wimmelbild-Puzzle innerhalb von 4 Sekunden. Das haben wir nicht geschafft, da war ich zu langsam leider. Informant, entdecke 20 Illusionen, haben wir nicht mal ansatzweise gehabt. Ich habe da überhaupt gar nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Hobby-Sammler, sammle alle Sammelkarten von Beatrice. Habe ich leider zwei übersehen, ich weiß ja leider nicht wo. Reisender, betritt die Pariser Unterwelt, alles ist möglich. Beende alle Minispiele, ohne die Schaltfläche überspringen zu verwenden. Planer, plane deine Route nach Notre Dame, das haben wir hingekriegt, da muss ich auch erst fummeln. Und Detektiv, beende das Spiel, haben wir auch geschafft, okay. Was haben wir denn noch in Extras? Minispiele, Konzeptkunst. Können wir uns gerade mal angucken hier. Das war... Was war denn das hier? Weiß ich gar nicht. Das war der Durchgang bestimmt unten. Im Untergrund. Das ist das Anwesen. Okay, ein anderer Eingang. Das ist die Fahrt gewesen durch den Untergrund. Ne, was war das denn dann? Das war der Geheimgang oder wie? Bin mir nicht mehr sicher. Das Haus von Charles. Das war die Oper, wo das Phantom dann zuschlägt. Und hier, natürlich das Phantom in der Oper, ne? Das war der Anfang, sozusagen. Ne, das war der Anfang, okay. Das zweite war dann Dingens. Das Phantom. Wer er ist, weiß ich gar nicht. Das ist der Bruder von Beatrice. Das wird Beatrice sein. Und das müsste dann ich sein, glaube ich. Könnte hinkommen. Bin ich sicher, okay. Das war schon Wimmelbild-Szenen und Wimmelbild-Spiele gucke ich jetzt nicht mehr rein, weil sonst gehen die nachher noch an. Ja, das war's schon, da war ja nicht so viel. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Bonuskapitel oder so, aber nein. Das war tatsächlich eine Geschichte für sich selbst. Phase of Illusions, die Zwillingsphantome. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen durchgeguckt, würde mich freuen. Und hoffe, ihr seid auch mal bei einem anderen Wimmelbild-Spiel wieder dabei. Ich melde mich ab und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Wimmelbild-Spiel wieder. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.